Herzlich willkommen wieder mal bei Skibachs Youngtimer Kaufberatung. Und heute haben wir das ehemalige Flaggschiff von Audi, einen Audi A8 Typ D2, auf vielfachen Wunsch auch hier mal geäußert. Ich hätte ja immer nur ein C4 und ein B4 und ein Typ 89. Jetzt haben wir auch mal hier in dem Fall allerdings ein Audi S8 hier unter der Videolupe. Und ich habe mir gedacht, bei der Gelegenheit nehme ich gleich mal, die Gelegenheit war, hier mal den D2 so im Allgemeinen vom Zustand her zu beschreiben. Zum einen auch so eine kleine Kaufberatung zu machen. Ich selbst hatte auch mal ein S8 sogar zugelassen, und zwar Facelift. Das hier ist ein Vor-Facelift. Nur mal kurz zur Historie. Audi A8. Markteinführung war Ende 1994, anfänglich mit dem altbekannten 4,2 Liter mit 300 PS V8, und dazu gesellte sich auch der schwächliche 6-Zylinder mit 174 PS, wahlweise als 5-Ventiler mit 193 PS in Verbindung mit Schaltung, also beim 6-Zylinder, und einer Tiptronic, ich meine am Anfang nur mit 4 Stufen und wurde dann auf 5 Stufen erweitert. Also die 174 PS Variante mit Tiptronic und Quattro geht gar nicht, also nach meinem Dafürhalten, eine lahme Krücke. Der 193er ist okay, aber wenn dann A8, dann eigentlich V8. Und da ging es dann los mit 300 PS, 95, 96 und 96 war dann das Jahr, und zwar ab Juli 96 wurde hier der S8 angeboten, auch genannt die Macht, zumindest 1996 oder 97 war das dann so. Heutzutage muss man auch mit einem S8 Angst haben vor den 3 Liter Biturbos auf der Autobahn, ne? Weil die kommen da mit 326 PS daher und teilweise mit 750 bis 800 Newtonmeter. Ja, so ist das. So haben sich die Zeiten geändert. So, also hier haben wir einen S8, der ist hier von April 1997 und hier in der seltenen Variante als 6-Gang-Handschalter. Im Jahrgang 96 und 97 gab es allerdings nur anfänglich die Schalter, deswegen ist der Schaltanteil beim Vor-Facelift, was den S8 anbetrifft, etwas höher als bei dem Nach-Facelift. Das Facelift beim A8 oder auch S8 kam dann schon ab März 1999, zeitgleich wie es auch beim A4 B5 war. Zu erkennen war das dann beim Facelift an den etwas größeren Scheinwerfern. Hier haben wir noch die schmalen, ja, der hat dann auch Klarglas gehabt, auch Xenon, hier auch Xenon. Beim Facelift gab es dann aber auch dann das sogenannte Bixenon. Wir gehen auch gleich mal ins Wageninnere, da gab es nämlich auch ein paar Unterschiede. Zur Motorisierung, der Vor-Facelift S8 hat hier den sogenannten AKH-Motor mit sage und schreibe 340 Gäulen unter der Haube. Drehmoment war hier 410 Newtonmeter, ich meine bei 4000 Umdrehungen. Der S8 fährt sich schon eine Ecke sportlicher, was das Fahrverhalten anbelangt, vor allem auch dann, wenn er halt geschaltet ist. Insgesamt sehr straff zu fahren, nach meinem Empfinden auch sogar eine Ecke straffer als der Nach-Facelift, den ich mal hatte, eine Zeit lang, sogar 2 Jahre gefahren. Allerdings hatte ich den mit Tiptronic, was mir persönlich nicht gefällt. Da sind wir auch schon bei der ersten Schwachstelle, was A8 und S8 sich teilen. Wenn es um Tiptronic geht, da muss man penibelst nachschauen, wie es aussieht mit dem Schalten, mit Schaltvorgängen, ob das Getriebeöl auch mal ganz brav bei 120.000 Kilometer gewechselt wurde, obwohl es Audi nicht so vorschreibt, sollte man es tun, auch dann gleich das Sieb mitwechseln. Deswegen die einfache Variante und die sportliche Variante ist natürlich dann schon ein 6-Gang-Schalter. Nachteil, es gibt nicht mehr so viele. Der Schaltanteil, der war ja schon beim Audi V8, also beim Vorgänger, beim Typ D1, was Schaltung anbetrifft, äußerst selten. Also ich glaube sogar, ich würde mal behaupten, 98% haben den Audi V8 mit Automatik bestellt und ganz, ganz wenige mit 6-Gang-Handschaltgetriebe. Es gab natürlich auch einen 5-Gänger, das war dann beim V8 3,6, auch mit 6-Gang-Getriebe. Aber wenn man unbedingt einen V8 als Schalter sucht, bleiben gar nicht so viele Alternativen. Ja, also entweder ein V8 D1 als 3,6 Liter mit 5-Gang, selten. V8 4,2 exklusiv 6-Gang, auch selten.
schwer zu kriegen. Und wenn man sie kriegt mit nachvollziehbarer Historie und mit wenig Vorbesitzern, dann werden die Autos auch ungleich teurer als die Automaten. Das könnt ihr selbst im Netz sehen. Ja, dann gäbe es noch die Alternative als Schalter V8 ein S4, ja, Audi 100 S4, 4,2, C4. Sechsgang gab es auch nicht viele, hat aber den ABH-Motor drin. Der hat, ist bekannt dafür, dass er relativ viel Öl braucht. Der wurde auch dann im V8 verbaut. Dann blieb uns noch die Möglichkeit, einen S6 Typ C4 zu nehmen als Schalter mit 290 PS. Gibt es ab und an auch, werden aber auch sehr selten mittlerweile. Ja, dann haben wir noch einen S6 Plus. Das ist auch hier der Artverwandte zum S8, was den Motor zumindest anbelangt und so die Abgasseite. Die teilen sich quasi die Maschine, weil der S6 Plus hat auch komischerweise fast einen artverwandten Motor-Kennbuchstaben. Der wäre dann in dem Fall AHK und hier AKH. Sollen die Krümmer wohl etwas verschieden sein von der Größe oder Dimension, was ich bisher gesehen habe, und aus modellpolitischen Gründen haben sie beim S6 Plus, der eigentlich die kleinere Limousine war, also die C4 Baureihe, haben ihm nur 326 PS spendiert. Allerdings habe ich jetzt auch gelesen, das Getriebe soll gleich abgestimmt sein, also Schaltgetriebe finde ich nicht. Ich hatte den S6 Plus auch eine lange Zeit und auch ein S8 mal als Vor-Facelift, als Handelsware, und haben auch jetzt hier, wie gesagt, und der S6 Plus, der war schon enger gestuft, also zumindest in den oberen Gängen als der S8. Der S8 ist länger abgestuft als der S6 Plus, beide ja Schalter. Gut, gehen wir doch mal ins Fahrzeuginnere. Das ist natürlich hier immer toll. Oh, Dreck an Schuhen. Beim S8 waren meistens die tollen Recaro-Sitze hier verbaut, die im Übrigen für meinen Geschmack also den besten Sitzkomfort bieten. Ja, also ich bin jetzt 1,83 Meter und wenn man sich hier reinsetzt, der hat verschiedene Verstellmöglichkeiten hier, vorne, hinten, zurück, Lordosenstütze, elektrisch. Also hier, was es an Extras gab, beziehungsweise die Serienausstattung, war natürlich schon über alles erhaben damals. Allerdings auch zu einem stolzen Grundpreis, ich meine 128.000 D-Mark oder so war der Grundpreis. Und wenn man dann halt noch Extras geordert hatte, wie zum Beispiel hier Memory oder Dämmglas hat dieser hier auch oder hier die Seitenrollos, dann konnte man den Preis durchaus auch auf 160.000, 170.000 Mack hochtreiben. Und ja, hier haben wir auch schon den Unterschied. Hier ist die alte Klimatronic, der Nach-Facelift hat dann natürlich die Optik auch, wie es der B5 im Facelift hat. Hier noch die ältere Radiogeneration. In dem Fall hat er hier Bose. Klingt übrigens sehr gut, muss ich sagen. Da ist auch der Subwoofer nicht kaputt. Ja. Viele elektronische Helferlein. Ja. Hier sieht man hier zum Beispiel, wo ist denn die hier fürs Rollo hinten. Ja, das funktioniert erstaunlicherweise auch noch. Er hat hier einen schwarzen Dachhimmel. Er hat hier dieses graue Vogelaugen-Ahorn, was ich persönlich sehr schön finde. Dieses Leder hier sieht nicht so verquarzt aus. Nein, es ist Naturleder. Das sah so aus. Die haben schon ein bisschen Patina. Das war auch aufpreispflichtig. Ich persönlich hätte es nicht bestellt, aber war teurer als dieses Kodiak-Leder, was es auch gab. Wir lassen mal kurz hier die Bella Macchina an. Ja, in dem Fall läuft hier dieser V8 auch richtig schön rund und hat eine richtig schöne Gasannahme. Also, so sollte das dann auch funktionieren. Problemzonen beim Motor. Eigentlich ist der V8 oder der S8 Motor recht robust. Ja, Luftmassenmesser ist immer ein Thema, da sollte man gucken. Auch dann mal austauschen, wenn er keinen Fehler anzeigt. Haben wir jetzt letztens mal bei einem S6 gehabt. Da war tatsächlich der Luftmassenmesser hops. Das war in dem Fall aber ein Automat. Das geht dann mit vielen Dingen einher. Automatik schaltet nicht mehr sauber, die Schaltvorgänge, Lastsignale stimmen nicht mehr und so weiter. Lambda-Sonden können auch mal ein Thema sein, würde man dann aber auch merken im Teillastbereich, wenn er nicht mehr so homogen läuft. Natürlich prüft man hier auch mal die ganzen Geschichten ab mit Fensterheber. In dem Fall hat er hier sogar anklappbare Spiegel. Schauen wir mal. Aha, ja, so soll das sein. Dem Auto fehlt eigentlich nur hier der automatisch abblendbare Außenspiegel, auch der automatisch abblendbare Innenspiegel. Den hat er nicht bestellt, genauso wenig wie das Schiebedach. Aber gut, shit happens, brauchen wir auch nicht. Er hat hinten Sitzheizung, vorne Sitzheizung, die Mittelarmlehne. Damals hier die tolle Innovation, das muss man mal festmachen.
Navi. Das würde man dann hier über das FIS sehen, Fahrerinformationssystem. Hier im Übrigen keine Pixelfehler. Die können dann schon mal auch hier auftauchen, wie beim A4. Ja, wie gesagt, Bose macht einen schönen, eleganten, satten Sound. Mir gefällt es richtig gut. Es macht richtig Spaß, hier zu fahren. Ich persönlich mag sowieso etwas die straffere Variante und der fährt sich, also gemessen an den heutigen Autos, ja, die wirken ja alle viel größer. Ich sage jetzt mal so ein heutiger A8 D2, da kommt man sich vor wie so ein 5er BMW, oder? Von der Größe her. Wir gucken noch mal kurz hier rein in die Bella Machina Big Block, the American Way of Life, und hier verblockt mit einem sportlichen Schaltgetriebe, würde in USA wäre das hier ein No-Go, logischerweise, ja. Aber Audi hat es angeboten, es gab da Verkäufer, ich persönlich mag es auch. Man sollte hier auch mal ein bisschen schauen, wie es hier um Ölunterschiedlichkeiten aussieht. Servopumpe ist hier unten, das sieht hier alles trocken aus. In dem Fall haben wir hier ein Fahrzeug aus erster Hand, was eine Laufleistung hat von knapp 200.000 Kilometer. Allerdings ein lückenloses Checkheft, alles über Audi Zentrum. Dann kann man durchaus so Autos natürlich auch kaufen. Also ein vierte Hand Audi mit undurchsichtiger Historie, ein S8, weiß ich nicht, würde ich Abstand nehmen. Gute Autos kosten dann auch wiederum etwas besseres Geld oder gutes Geld. Hier die Originalfelgen, 8x18 ET48 Avus-Felge. Die wird oftmals auch verbaut beim S2. Finde ich persönlich, steht dem S2 gut in 18 Zoll. Sieht auch sehr original aus dann. Was gibt es noch zu erwähnen? Ja, Unfallschäden bei der Alu-Karosserie werden erfahrungsgemäß teuer. Dafür braucht man Spezialbetriebe, deswegen sollte man da auch mal genauer hingucken. Hier dieser Audi, der hatte mal hinten, da ist dieser Stoßfänger mal lackiert worden. Das kann man schon sehen, wie auch vorne. Da war ein Riss drin, das haben wir jetzt machen lassen. Der Wagen steht hier im Privatkundenauftrag zum Verkauf. Ist aber schon so gut wie, weil wie gesagt, als Schalter, wer einen sucht, muss sich beeilen. Ich sehe den S8 als Sechsgang-Handschalter eher ähnlich dem des S6 Plus. Der S6 Plus ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, weil da Typ Q1 steht und Hersteller Quattro GmbH und sowieso S6 Plus Schalter extremst selten sind. Ja, ich glaube nur noch 13 zugelassene Fahrzeuge. Ich hatte mal einen in Misano Rot. Und, aber der S8 Sechsgang läuft so ein bisschen im Windschatten mit, meiner Meinung nach. Also wer einen guten sucht, sollte sich beeilen, die Autos werden nicht billiger. So, das mal so weit hier, bevor es wieder anfängt zu regnen, vom Audi S8 Typ D2 als Vorfacelift. Euer Ralf Skieber sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder zugehört und zugeschaut habt. Abonniert meinen Kanal. Wir haben immer schöne Fahrzeuge, seltene Audis, VWs oder überhaupt andere Youngtimer mal hier unter der Videolupe. Und ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich sage bis dahin, ciao, ciao, tschüss.